In der japanischen Stadt Hiroshima ist der Opfer des Atombombenabwurfs vor 77 Jahren gedacht worden. Mit Blick auf den aktuellen Krieg in der Ukraine warnten verschiedene Redner vor dem erneuten Einsatz nuklearer Waffen und riefen zur Abrüstung auf. UN-Generalsekretär Guterres mahnte, dass die einzige Lösung für eine nukleare Bedrohung sei, überhaupt keine Atomwaffen zu haben. In Hiroshima waren bis Ende 1945 schätzungsweise 140.000 Menschen durch direkte und indirekte Folgen des US-Atombombeneinsatzes gestorben.